Bam, bam, ba, bam. Bam. Bam, bam, bam. Ach, toll. Ist nur eine Droge, temporär. Na toll. Was ist das hier? Moment. Da drüben könnte eine Wasserquelle sein. Ich sollte mir das mal anschauen. Nee. Ja, putz die Wölfe, ja. Oder? Ja. Okay. Könnt jetzt natürlich die Wölfe ausweiden ohne Ende, aber bringt uns ja keine Pluspunkte. So, lass uns mal doch gucken. Das war F8, das ist das. F7 fürs Questlog. Die Selbstschussanlage. Zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Woran sehe ich eigentlich, wie spät es ist? Ja doch, ich trinke doch die ganze Zeit hier. Sieht doch so viel auf Toilette. So, dann gucken wir mal rasten. Oh. Zwischen 3 und 4, ne? So, nochmal schlafen gehen, gucken wir mal. Oder ist so ein Hubschrapp gelandet? Oder Fallen. Je nachdem. Hier oben ist ein Bereich. Oh, warte mal. Minen. Da sollten wir nicht so ohne weiteres durch. Weil wir speichern immer richtig gut. Ich denke, ich bin durch. Kein angenehmes Gefühl, durch diesen Todesstreifen zu gehen. Moment, da drüben könnte eine Wasserquelle sein. Ich sollte mir das mal anschauen. Na, gucken wir mal, was wir hier finden. Angeblich soll ja noch richtig fett Loot sein, ne? Ein Spind. Sieht ziemlich versifft aus. In der Kiste ist nichts drin.
Ein ziemlich großer Tisch. Okay, das war ein Satz mit X hier. Ein Spind, ein Spind. Sieht ein ziemlich Spind. Versifft, ziemlich aus. Versifft, versifft aus. Oh, da ist ein Auto. Ich glaube, wir kriegen jetzt ein Auto. Ein alter, heruntergekommener Spind. Vielleicht können wir mit dem fahren. Der Humvee sieht schrottreif aus. Mist. Den kann man nicht reparieren? Gute Nacht. Schlaf gut. Hier liegt auf alle Fälle eine Ammo-Kiste. Mal gucken. Die Kiste ist wohl leer. Toll. Auch nichts. Was soll denn hier sein? Das sind tolle Sachen. Ein alter Dodge Ram. Schrott. Oh. Der Eingang zur Militärbasis scheint nicht weiter gesichert zu sein. Entweder haben die sich hier damals sehr sicher gefühlt mit ihrer Selbstschussanlage, oder aber der Vater der Zwillinge hat hier die Sicherheitsvorkehrungen schon entfernt. Oh oh. Oh oh. Okay. Eine große Metallkiste. Da liegt eine tote Leiche. Was ist das denn? Sieht fast aus wie ein Zahnrad. Und hier ist auch noch ein Brief von... von D. Wilson. Mal sehen, was drin steht. Jimmy hat mal wieder Mist gebaut. Der Boss hat ihn beim Rauchen erwischt und hat ihn direkt zusammengeschissen. Und kurz darauf gab es gleich nochmal Ärger, weil Jimmy der Trottel seinen Teil vom Schlüssel der Kommandozentrale nicht mehr finden konnte. Ich hoffe, das Ding taucht bald wieder auf, sonst kommen wir nicht mehr an die Computer. Haben wir ein paar Sachen hier zu looten. Oh, Munition mitgenommen. Die Waffe nehmen wir nicht mit. Noch ein Brief. Eine Feldkiste. Ein Brief. Mal sehen, was drin steht. Heute gab es wieder Bohnen. Außerdem stinkt es hier drin wie in einem Schweinestall. Aber wegen der Sandstürme können wir nicht raus aus diesem Rattenloch. Seit gestern wollte ich eigentlich in Frisco sein. Verdammte Scheiße. Und so weiter und so weiter. Da steht nichts weiter Wichtiges drin. Dann können wir das auch hier hinlegen. Eine Feldkiste. Eine Feldkiste. Okay, nichts drin. Ah, hier gibt's eine Seife. Aber nein, ich musste unbedingt mir da eine besorgen, ja. Okay, hier sind viele tote Leichen.
Diese Plömpel hier, die gefallen gleich mir nicht. Drei Aschenbecher? Seltsam. Sollte hier nicht Rauchverbot herrschen? Das ist eine Leiche. Das sieht nicht nach einem normalen Aschenbecher aus. Innen am Rand sind Rillen. Da könnten die Schlüsselteile reinpassen. Eine stabile Holzkiste. Da ist ein Schloss dran. Ich bekomme das verdammte Ding nicht auf. Okay. Der Dietrich ist hin. So ein Mist. Na toll. Das war der Einzige. Aber wetten, dass da der Rest drin ist? So. Dafür hat er jetzt den Level up noch. Hätte ich gleich vorher machen sollen. Wobei, ich glaube, der kann Garten. Habe ich gespeichert? Wer ist denn eigentlich hier für die Sachen zuständig. Zeig mal her. Taschendieb, Schlösser öffnet. 46, 29, 42, 249. Wir haben 49. Er war schon selber. Okay, wenn er es nicht schafft, dann ja. Vielleicht sollte ich ihm... Ich kann gerade keine Punkte legen. Achso, erstmal Aufstieg drücken. Schlösser öffnen. Tribute kriegt er auf alle Fälle. So, gibt es noch ein paar Fertigkeitenpunkte. Passt. Sehr gut. Ein Stahlregal. Sieht nicht sehr stabil aus. Das bei einem Stahlregal. Die Kiste ist wohl leer. Diese Kiste ist leer. Warum bin ich schon wieder so überladen? Die Kiste ist wohl leer. Alles klar. Ich hätte einfach Sachen hingelegt. Das soll das besondere Waffenarsenal sein? Der Seeker-Daddy muss stockbesoffen gewesen sein, als er hier reingestolpert ist. Dafür der ganze Stress mit seinem missratenen Nachwuchs? Was liegt da unten? Ach, Zigaretten. Ach, guck mal. Oh, das ist gemein. Kein Platz im Inventar? Was? So, warte mal. Das scheint das Schlüsselteil von diesem Jimmy zu sein. Jetzt fehlt nur noch das letzte. Die Frage, ob das hier alles zusammengehört. So, nächste Frage ist,
wem wir jetzt die Sachen hier geben. Wir haben eine neue Rüstung hier bekommen. Die hat 8. Das ist 12. Ist auch 12. Die ist 10. Die ist 8. Ja, dann kann Milton zum Beispiel eine neue Rüstung bekommen. Oh, weg mit dem Ding. Sehr gut. Und das ist eine 4er und das ist auch schon eine 4er, ne? Ja. So, dann hatten wir neue Handschuhe. Die haben wenigstens eine 1. Francis hat keine Handschuhe. Und Henry und Dingens haben keine Handschuhe. Also anziehen. Das heißt, wir sind auch noch keine Handschuhe. So, wie viele Stiefel haben wir denn jetzt hier? 2. Hier ist ein 4er Stiefel. Was hat er für Stiefel? 4er. Hier ist ein 6er. Hier ist ein 4er. Hier ist ein 2er. Und hier ist auch ein 2er. Das heißt, die Stiefel tauschen wir aus. Und dann kriegt er das hier. Sauber. Wir sind aber hier wieder überladen. Ich weiß nicht, warum wir immer überladen sind. Eine Desert Eagle. Das ist eine Automag. Warte mal. Wir haben gar keine Waffe dafür. Muss jetzt erstmal irgendjemand anderes tragen. Du hast doch Platz. Ja. Und der Brief ist jetzt nicht so schwer. Hier haben wir Munition. Können wir das... So, das Ding habe ich hier gerade nur durch Zufall gesehen. Das ist die Frage, wo finden wir den dritten Ring? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie weit weg sein kann. Das verstehe ich nicht. Kann ich so nichts mit anfangen. Kann ich so nichts mit anfangen. Kann ich so nichts mit anfangen. Kann sie so nichts mit anfangen. Ein Terminal. Das ist eine Leiche. Ich denke mal, das ist da drin. Eine stabile Holzkiste. Da ist ein Schloss dran. Ich glaube, da müssen wir ran. Warum war das? Das ist eine Leiche. Es gefällt mir nicht, weil wir nichts mehr tun können. Ein Spind sieht ziemlich versifft aus. Das ist eine Leiche. Ist leider nichts drin, was wir mitnehmen können. Wir brauchen noch ein Stück. Das ist unwiderruflich verloren. Ach, das ist ärgerlich. Ich werde mal kurz nachgucken. Wo sind wir hier gerade? Wer ist das Level? Militärbunker. Lass mal kurz gucken. Vielleicht liege ich ja richtig und dann
The Fall Militärbunker. Hm. The Fall. So, hier haben wir das. Und dann gucken wir mal, es ist so ein 93-seitiges Dokument. Rattenfleisch, ne, Waffenlager, Drogenlabor, Schnaps haben wir auch. Wo gibt es die viel? Casa Verde, alte Bahnhofsbild, überfallene Siedlung, Vulture Gulch, ne? Selbstschussanlage, versteckte Kommandozentrale, da sind wir gerade. Oh. Oh. Ach, hier geht dann die Klappe auf, wenn man so weit ist. So. A. Was ist bei A? Hier liegt irgendwas? Glaube aber nicht. Wurde anscheinend von einem gefundenen Brief zu erinnern, dass im Bunker eine geheime Kommandozentrale mit vielen Computern gibt. Dort könnte man sicher die Selbstschussanlagen ausschalten, sodass man wieder ungehindert raus kann. Man braucht dafür drei Objekte, ein schwarzes, ein silbernes und ein bronzenes Teil. Die drei Teile kann jeder Charakter zusammensetzen, wobei man einen Magnetschlüssel erhält. Nur wo ist jetzt die Kommandozentrale? Im Brief stand, dass jemand einen ziemlichen Anschuss bekommen hat, weil er im Bunker geraucht hat. Warum aber stehen in dem einen Raum drei Aschenbecher? Man sollte sich vielleicht schon mal genauer umsehen, wenn man den Schlüssel zusammengebaut hat. In der Kommandozentrale befindet sich nicht nur der Computer, mit dem man die Selbstschussanlagen deaktivieren kann. Es gibt auch ein Safe, in dem man sich ein paar DT-21 Rüstungsteile. Aber da gibt es gar keine weiteren. Achso, da hier unten. Bunkerzugang, Leiche, Schlüsselteil 1. Verschlossene Kiste, Schlüsselteil 2. So, wie kriege ich die verdammte Kiste auf? Ich hab's doch geahnt. Kann man da nicht Ruhe, Gewalt oder so? Warum habe ich jetzt Stärke plus noch 8? Wegen der Drogen? Achso, minus 2 Drogeneffekte. Toll, danke. Eine stabile Holzkiste. Da ist ein Schloss dran. Ah, ist doch kacke. Das ist Mist. So, wir probieren es aber. Ich hab einen Quicksave gespeichert. Wir probieren mal, ob wir die Kiste aufkriegen. So, und die Kiste kriegen wir, wenn, nur mit dem Henry auf. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dass die ja auch keinen zusätzlichen Dietrich haben, ne? Eine stabile Holzkiste. Da ist ein Schloss dran. Die hat kein Dietrich. Und bitte, sag jetzt nicht. Wer hatte denn die Dietrich? Oh, wir haben beide Teile schon. Oh. Hm. So, Henry, buttern wir jetzt alles in den Aufstieg rein, dass wir, muss es hier Schlösser knacken. Na? Und wir geben ihm noch einen Intelligenzpunkt. Ach, der kommt erst beim nächsten Mal, verdammt. Traglas, Beweglichkeit, Rüstung, lautlos, nee. Geschicklichkeit. Nochmal 10% auf Schlösser öffnen. Ich glaube, wir probieren das mal. Da müssen wir halt hier nochmal durch. Wenn das klappen sollte, das wäre ein Highlight. Gleich drei Aschenbecher? Hier müssen wirklich Kettenraucher gearbeitet haben.
Wer weiß, vielleicht sind die hier alle an Rauchvergiftung gestorben. Die Ascher sind allerdings leer. Ich bekomme das Schloss nicht auf. Da hilft das beste Werkzeug nichts, wenn ich mich so anstelle. Das Schloss ist offen. Gut, dass ich das richtige Werkzeug dabei hatte. Jetzt ist mir auch noch der Dietrich zerbrochen. Hey, Jessas. Aber immerhin, sollte unsere Anführung machen, okay. Gut, dann müssen wir das doch mal so machen. Shit. Was ist denn das für ein komisches Ding? Sieht aus, als könnte man es irgendwo reinstecken. Ja. Aber ist schon fies, oder? So, dann mache ich jetzt Quicksave wieder drüber. So. Schon wieder so ein rundes Ding. Und hier ist auch noch ein Brief von Dee Wilson. Mal sehen, was drin steht. Jimmy hat mal wieder Mist gebaut. Der Boss hat ihn beim Rauchen erwischt und hat ihn direkt zusammengeschissen. Und kurz darauf gab es gleich nochmal Ärger, weil Jimmy der Trottel seinen Teil vom Schlüssel der Kommandozentrale nicht mehr finden konnte. Ich hoffe, das Ding taucht bald wieder auf, sonst kommen wir nicht mehr an die Computer. Ja. Eine Feldkiste. Oh, ist zufällig, was da drin ist. Ein Brief. Mal sehen, was drin steht. Heute gab es wieder Bohnen, außerdem stinkt es hier drin wie in einem Schweinestall. Aber wegen der Sandstürme können wir nicht raus aus diesem Rattenloch. Seit gestern wollte ich eigentlich in Frisco sein, verdammte Scheiße. Und so weiter und so weiter. Da steht nichts weiter Wichtiges drin. Eine Feldkiste. Das ist, glaube ich, eine Feldkiste. Okay, dann holen wir uns... So, jetzt nochmal die Waffensachen hier verteilen. So. Aber es war wirklich pures Glück da mit der Kiste, dass es geklappt hat und das Ding uns nicht vorher abgebrochen ist. Ich kann nichts finden in der Kiste. Eine leere Kiste. Ich kann nichts finden in der Kiste. So. Das scheint das Schlüsselteil von diesem Jimmy zu sein. Das nehmen wir alles mit. Das soll das besondere Waffenarsenal sein? Der Seeker-Daddy muss stockbesoffen gewesen sein, als er hier reingestolpert ist. Dafür der ganze Stress mit seinem missratenen Nachwuchs? Vierer Stiefel. Sehr gut. Was hat man noch? Handschuhe. 1. Der hat Handschuhe. 6. Der hat keine Handschuhe. Oh. Okay. Und er kann hier unten die Stiefel tragen. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir es jetzt zusammenbauen können. Das wär's ja. Abracadabra.
kann ich so nichts mit anfangen. Das wird so nichts. Kann ich so nichts mit anfangen. Warte. Ah! Da ist das Benutzen. Okay. Können wir das auch noch? Damit können wir Mods reinbauen, wie es scheint. So, sind alle Sachen an, weil das gerade deaktiviert war? Sieht gut aus. Okay. Gut, jetzt haben wir den verdammten Schlüssel. Jetzt können wir uns das aktivieren. Ein Terminal. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist er weg. Na, jetzt aber. Das sieht nach der Kommandozentrale aus. Mal sehen, was ich hier finde. Sehr gut. Sehr gut.